Willkommen zum Kursteil 2, das 1:1-Gespräch. Nach diesem Video wisst ihr, wie ihr mit einem strukturierten Gespräch Menschen gewinnt, zum Beispiel zu eurem Treffen zu kommen oder eure Gruppe zu unterstützen. Und ihr werdet eine Verabredung mit euch selbst machen, wann ihr das erste Gespräch führt. In diesem Kursteil haben wir zwei Videos für euch. Das erste ist eine Erklärung, das zweite eine Anleitung, wie ihr die Gespräche ganz konkret vorbereitet und übt. Wenn wir mehr werden wollen, stehen wir immer vor der Aufgabe, andere zu überzeugen, bei uns mitzumachen. Für viele ist das am Anfang nicht so einfach, wen anders anzusprechen und zum Mitmachen zu bewegen, oder? Aber ihr werdet sehen, es kann Spaß machen und eigentlich bringt jeder Mensch schon die Fähigkeiten dafür mit. Wir steigen jetzt ein mit einem Augen-zu-Prozess. Der wird dir helfen, dich zu erinnern, wie du das eigentlich schon gemacht hast. Dafür setz dich ganz bequem in deinen Stuhl und atme 2-3 Mal tief durch. Wenn du da bist, kannst du auch gern die Augen schließen. Und dann erinnere dich an eine Situation, in der du erfolgreich jemanden davon überzeugt hast, bei etwas mitzumachen. Erinnere dich an eine Situation, in der du erfolgreich jemanden davon überzeugt hast, bei etwas mitzumachen. Das muss keine politische Gruppe oder Aktion gewesen sein. Vielleicht war es auf der Arbeit, in der Familie oder du hast jemanden dazu gebracht, beim Sommerfest eures Sportvereins eine Aufgabe zu übernehmen. Erinnere dich an eine Situation, in der du erfolgreich jemanden überzeugt hast, bei etwas mitzumachen. Wenn du die Situation im Kopf hast, geh sie nochmal Schritt für Schritt durch. Was genau hast du gemacht und gesagt, um die Person zu überzeugen? War es schwierig oder einfach? Hast du mehrere Anläufe gebraucht oder war die Person sofort überzeugt? Was genau hast du gemacht oder gesagt? Dann atme nochmal tief durch und komm wieder zurück. Öffne langsam die Augen. Und jetzt schreib dir bitte ein paar Stichwörter auf. Was war es, was du gemacht hast, um andere zu überzeugen? Hier seht ihr eine Liste, was andere Leute geantwortet haben. Hast du so ähnliche Stichpunkte oder ganz andere? Hier stehen Sachen drauf wie zuhören, freundlich sein, fragen, einladen, Gefühl, Begeisterung zeigen. Und das alles sind Fähigkeiten von OrganizerInnen, also Dinge, die ihr braucht und nutzen könnt, um andere zu überzeugen, mitzumachen, damit wir mehr werden. OrganizerInnen folgen beim 1:1-Gespräch der Grundstruktur Emotion, Hoffnung, Aktion. Einiges davon ist auch in der Wortwolke aufgetaucht. Herz, Gefühl, Begeistern, Alternativen. Emotionen sind der wesentliche Antrieb für Handeln. Erst wenn wir wütend, traurig über die Zustände sind, werden wir aus der gewohnten Routine gerüttelt. Aber nur, wenn wir auch die Hoffnung haben, das heißt einen Plan, wirklich etwas verändern zu können, werden wir auch aktiv. Und dann folgt am besten gleich eine Vereinbarung zum Mitmachen. Wie wir das machen, lernen wir gleich. Erstmal ein Beispiel. Im Jahr 2021/22 gab es in Deutschland eine große und erfolgreiche Bewegung, vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen und Berlin, zur Entlastung der KrankenpflegerInnen. Die KrankenpflegerInnen waren schon lange wütend und auch verzweifelt über die Situation, die sich mit der Kommerzialisierung des Gesundheitssystems immer mehr verschlimmert hatte. Viele fühlten sich aber machtlos und dachten, sie könnten an der Situation nichts ändern. Aber als es einen Plan gab, der gewinnbar erschien und konkrete Möglichkeiten mitzumachen, gewann die Bewegung an Fahrt. Um überhaupt einen Plan zu entwickeln, müssen wir herausfinden, was die Menschen, also unsere KollegInnen, NachbarInnen, eigentlich bewegt. Dazu müssen wir offene Fragen stellen und auch das Vertrauen der Menschen gewinnen.
Lange war die Gewerkschaft Verdi in den Krankenhäusern wenig sichtbar. Dann steigerte Verdi aber die Kapazitäten, vor allem sehr viele Gespräche zu führen. In den Gesprächen wurde sehr viel zugehört. So konnte die Gewerkschaft a. das Vertrauen der Beschäftigten gewinnen und b. das für die KrankenpflegerInnen zentrale Thema auch ins Zentrum des Arbeitskampfes stellen, die Arbeitsbelastung. Die goldene Regel im Organizing heißt 70% zuhören und 30% selbst reden. Das ist gar nicht so einfach. Aber mit etwas Übung werdet ihr immer besser darin. Das 1-zu-1-Gespräch ist übrigens keine Erfindung aus dem US-amerikanischen Organizing, obwohl es dort stark systematisiert wurde, sondern es ist das wichtigste Werkzeug zum Basisaufbau weltweit. Aktive der landlosen Bewegung in Brasilien zum Beispiel wiederholen, dass Organisationen ihre Arbeit machen müssen, mit Leuten persönlich zu sprechen. Wenn nicht, wird niemand kommen, egal wie groß die Wut und die Missstände sind. Auch die Widerstandskomitees im Sudan haben jahrelang Gespräche in der Nachbarschaft geführt, bevor es 2019 zur ersten großen Mobilisierung kam. Grob können wir das 1-zu-1-Gespräch in 4 Phasen unterteilen. Erstens Einstieg ins Gespräch, zweitens offene Fragen und Agitation. Drittens Kernbotschaft, also der Plan, wie wir gewinnen. Viertens Zustimmung und Verabredung. Diese Reihenfolge einzuhalten wird euch helfen. Und wichtig ist dabei aber auch, nehmt es nicht zu eng. Wichtig ist, dass ihr überhaupt Leute ansprecht. Im nächsten Video werden wir uns genauer mit dem Gesprächsablauf befassen und auch üben. Überlegt euch bis dahin, wann, wo und mit wem werdet ihr das nächste Gespräch führen. Macht ihr eine Notiz. Und jetzt schau dir das nächste Video an für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Vorbereitung und Durchführung der Gespräche. Am besten suchst du dir gleich eine zweite Person, mit der du die Schritte gleich während des Videos übst. Ihr seid schon zu zweit oder mehr? Perfekt, mit dem nächsten Video bekommt ihr gleich ein Training für die 1-zu-1-Ansprache. Bis gleich!